So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Zwingend, weil ich habe nicht mehr genug Tische, alle Tische belegt. Deswegen müssen wir jetzt den Tisch hier nehmen. Ja, Packliste. Packlistenvideos sind ja beliebt und für ein Skip reicht's allemal. Dementsprechend herzlich willkommen zum solidarischen Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Und was nehmen wir denn mit? Beziehungsweise was haben wir überhaupt vor? Wir wollen eine kleine Runde wandern gehen, 2 Nächte draußen und ja, dementsprechend haben wir uns jetzt ein bisschen was zusammengestellt. Unterschiedliche Herangehensweise. Ich versuche es ultraleicht von meinem Baseweight her. Könnte man jetzt noch vieles optimieren, was den Kocher angeht. Der ist nämlich nicht besonders leicht. Aber gut, dazu gleich mehr. Und was haben wir jetzt hier? Also zunächst mal nehmen wir mit eine Nähmaschine. Nein. Aber ist halt gerade ein Hobby, ne? Jedenfalls... Hier ein uralt Garmin, das ist wirklich sehr, 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 sehr alt. Warum haben wir das dabei? Na, wir wollen unterwegs ein bisschen was Geocache-mäßiges einsammeln. Und da kann man das natürlich dann entsprechend gut gebrauchen. Dann das obligatorische Klopapier, inklusive gleich mal ein Feuerzeug für die möglicherweise vor Ort stattfindende Entsorgung. Das hängt davon ab, ob man da an der Stelle gerade in der Lage wäre, das brenntechnisch zu entsorgen. Wahrscheinlich eher nicht, aber das ist halt unser Standard-Klopapier-Set, dass wir da grundsätzlich ein Feuerzeug dabei haben. Wenn man dran denkt, dass damit schon mit der Intention, sein Klopapier zu verbrennen, damit kein Müll rumliegt, jemand schon halb Teneriffa abgefackelt hat, den tollen Kanaren-Kiefernwald, gibt mir das so ein bisschen zu denken. Aktuelle Waldbrandgefahrenstufe für Baden-Württemberg, ziemlich einheitlich, komplett Baden-Württemberg, war gestern 3. 3 kann man vielleicht gerade noch so eventuell, wenn man ganz vorsichtig ist, sollte man aber nicht. Sollte man aber wirklich schon nicht mehr. Ab 4 wird es völlig unverantwortungsvoll. Also unverantwortlich. Außer man hat wirklich gerade eine super unglaublich krass feuergeschützte Ecke gefunden, wo im Grunde nichts passieren kann. Dürfen tut man es als Autonormalverbraucher, aber in jedem Fall sowieso nicht. Ne? So, dann 2x Sonnencreme. Warum? Weil ich relativ viel davon brauche, also mengenmäßig, weil ich mal gelernt habe, man soll sich relativ viel davon dahin schmieren, wo man wirklich keinen Sonnenbrand haben möchte. Das mache ich dann einmal am Tag und dann kriege ich auch keinen. Dann der berühmte Babypuder von Evelyn, den braucht sie für ihre Füße, weil es gibt ja 2 Fraktionen, das erzähle ich auch öfter. Es gibt die Hirschtalker und die Babypuderer. Die Babypuderer versuchen mit Babypuder trockene Füße zu bekommen. Die Hirschtalker versuchen durch glitschig machen der Füße Reibung zu vermeiden. Und die beiden Optionen gibt es, wenn man keine Blasen haben möchte. Dann heißt hier Evelyns Taschenmesser. Sie hat sich für ein Wenger entschieden. Das schicke Gelbe, das leider keine Einhandöffnung besitzt, auch wenn dieses Ding hier so aussieht, als ob das zur Einhandöffnung wäre. Nein, das ist zum Arretierung lösen. Hat die üblichen Funktionen, Schere, Messer, ein paar Werkzeuge. Evelyns Unterhaltungsbeutel bestehend aus Taschenlampe. Okay, die hat da nichts zu suchen, aber gut, ist es vielleicht noch gleichzeitig der Elektronikbeutel. Ihrem kleinen Reisetagebuch hat sie auf den meisten Touren eigentlich was zum Notizen machen dabei. Auf Grönland nicht. Sie hat es bereut. Sie hätte es hinterher dann doch gerne dabei gehabt und dementsprechend wird es jetzt überall mitgenommen, auch wenn es nur eine kurze Tour ist. MP3-Player für uns beide, wenn wir noch ein bisschen Musik hören wollen abends. Jeder einen Stöpsel pro, also jeder auf einem Ohr halt quasi. Ne? Das ist das Reparaturset in Mikroausführung für kurze Touren mit Zusatzstrippe, Zusatzpanzertape und einer kleinen Zange. Das ist das Erste-Hilfe-Set für sehr zivilisationsnahe Touren, besteht aus ein ganz bisschen Versandmaterial, ein paar Salbelchen, ein paar Tablettchen, ich glaube Ibuprofen oder was es ist. Ersatzkontaktlinsen für Evelyn, wenn ihr die Brille kaputt geht. Noch ein bisschen Nähkit für nicht medizinisches Nähen, sondern eher für Ausrüstung nähen. Plus Blasenpflaster, wenn es da wirklich sehr akut werden sollte. Ich will das jetzt gar nicht groß aufmachen. Da ist nichts Spektakuläres drin, also wenn wir ehrlich sind. Das hier ist das Hygieneset.
Da fehlt noch meine Zahnbürste, die muss ich noch dazu packen. Mit ein klein wenig Seife, mit ein bisschen noch einem Rest große Zahnpastatube. Klar, das ist jetzt nicht besonders ultraleicht, aber wir wollen es jetzt auch nicht völlig übertreiben. Aber wir gehen so mal ein bisschen in die Richtung. Ja? Wenn man es wirklich ultraleicht haben möchte, dann wäre ein zusätzliches Stück Tube an der Tube mitzuschleppen. Das wäre ja ein absolutes No-Go. Und den Griff der Zahnbürste nicht abgesägt zu haben, auch ein absolutes No-Go. Wir hatten in Grönland ja abgesägte Zahnbürsten dabei. Wir haben es ausprobiert. Wir haben festgestellt, ist mir doch scheißegal, wie wichtig das ist, dass man, um Ultraleicht wirklich verstanden zu haben, unbedingt seine Zahnbürste absägen muss. Nein, das ist scheiße. Ich säge keine Zahnbürsten mehr ab. Fertig, aus. So, und das hier ist so eine Art, das ist so ein Lippenbalsam, Labello quasi, nur andere Variante. Und dieses blaue hier ist ein Handtuch. Das muss für uns beide reichen. da sind wir wirklich recht minimalistisch. Obwohl wir schon vorhaben, uns zwischendrin mal am Brünnelchen im Walde ein wenig zu waschen. Aber die Frage ist, ob man da überhaupt wirklich ein Handtuch braucht. Man kann sich ja das Wasser auch sonst wohin klatschen und dann so lange auf- und abhüpfen oder im Wald hin und her rennen, bis man trocken ist. Oder einfach damit leben, dass man dann über sein nasses Selbst die Klamotten einfach wieder anzieht und beim Laufen dann trocknet. Das ist ja auch kein Problem. Insbesondere, wenn es relativ warm ist. Und leider ist es ja relativ warm. Dreh. Dann gibt es einmal zu essen diese Nudeln hier, gebratene Nudeln Teriyaki für mich, gebratene Nudeln Ente für Evelyn. Die sind nicht wirklich brennstoffsparend und nicht wirklich das krassest, effizientestes Automahlzeit, das man haben kann, aber wir mögen die ganz gerne und da kann man das dann schon mal machen. Das andere Mal gibt es dann eine deutlich effizientere Outdoor-Mahlzeit, die ich auf jeden Fall auch auf extremeren, sage ich jetzt mal, krasseren Touren problemlos empfehlen kann. Und zwar Kartoffelbrei, Bratensoße, hier in praktischer Würfelform. Man könnte natürlich jetzt noch, um ultraleicht zu sein, die Pappverpackung zu Hause lassen. plus Röstzwiebeln. Und das Öl hat jetzt mit dem Kartoffelbrei-Gericht eigentlich nichts zu tun, sondern das ist zum Anbraten der Nudeln. Weil wenn man die nach Kochen noch ein bisschen anbrät, machen die nochmal erheblich besser. Das macht es dann wirklich ziemlich lecker. Meiner Meinung nach, aber da dürft ihr gerne ganz anderer Meinung sein. Gerade über solche Fertiggerichte kann man sich ja ganz wunderbar streiten. Aber Kartoffelbrei im Wesentlichen eben den machen, Röstzwiebeln reinschmeißen, transferieren in ein anderes Gefäß, damit man den Topf wieder frei hat für die Soße, oder man macht sich die Soße in einer Tasse. Eine Tasse nehme ich noch mit, aber es geht auch ohne Tasse. Man muss dann halt nur, man braucht auf jeden Fall aber irgendwie zwei Gefäße, sonst kann man sich die Soße ja nicht heiß machen. Oder man macht sich erst die Soße heiß und macht sich dann einen Soßenkartoffelbrei, wo dann quasi der Kartoffelstock, also die Kartoffelflocken direkt in die Soße geworfen werden. Das habe ich mir noch nie getraut. Soll aber wohl auch gehen. Milchpulver, diesmal nur ganz wenig, weil wir brauchen fürs Frühstück tendenziell eigentlich keins. Wir haben heute diesmal mal kein Müsli dabei, das ewige Müsli auf Tour. Es ist natürlich sehr effizient und es macht auch Sinn, es schmeckt auch gut, aber wir versuchen es jetzt mal ohne ein ausgesprochenes Frühstück. Das ist so die Evelyn-Methode der Herangehensweise, die ich mal ausprobieren möchte. Bisher habe ich sie meistens zu meiner Methode der Herangehensweise überredet, denn sie steht morgens auf, macht sich einen Kaffee, futtert noch eventuell einen Müsli-Riegel, muss ich zwingen, den zu essen, fast schon. Und dann läuft sie erstmal los und dann macht sie so gegen 10, halb 11, 11 eine Pause und dann gibt es halt gleich normale Marschverpflegung. Da kommen wir gleich dazu. Normale Marschverpflegung ist hier diese Abteilung mehr oder weniger. Wir haben hier Karamellwaffeln, wir haben ein paar Brotaufstriche da hinten. Honig, so eine alte Himbeermarmelade, das liegt zum Teil halt schon eine Weile im Keller rum, dürfte aber noch gut sein. Ach ja, und einmal für Frühstück hier noch Eipulver, voll Eipulver. Dann machen wir uns noch ein kleines Rührei. Und dazu gibt es, da ist ein platter Wurm in unserem Essen. Müssen wir mal gucken, was davon wirklich nicht mehr gut ist. Ja, das check ich nachher noch. Also wie gesagt, liegt teilweise schon eine ganze Weile rum. Müssen wir mal schauen, inwiefern diese Brotaufstriche noch gut sind. Dann
Wollte ich dazu noch was sagen? Nee, wollte ich nicht. Genau, Brot haben wir ja auch noch dabei. Dann die berühmten frittierten Bananenchips. Frittiert und gezuckert, hat entsprechend viel Kalorien. Ist auch was für Evelyn. Ich tue mich lieber an dieser Packung hier gut. Da haben wir noch drin bisschen Militärschokolade, Schweizer Militärschokolade, Knoppersriegel normal, Knoppersriegel Erdnuss, Karamell. Ja, muss halt auch für 2,5 Tage reichen. Und für mich gibt es noch dieses Ding. Ja, ich weiß, ich bin ein Banause, aber mir schmecken die. Und dann haben wir noch zunächst mal das obligatorische Käserad. Käsevielfalt haben wir inzwischen wirklich immer dabei. Salami mögen wir beide sehr gerne. Meistens krieg's ich, weil Evelyn so nett ist. Dann Pikante, das ist eher was für sie. Das ist ein Käse, der tatsächlich so ein bisschen mehr nach Käse schmeckt. Also so ein Ansetzen mit etwas Pfeffer. Ich mag meinen Käse ja recht mild. Kräuter mögen wir auch beide. Und Sahne, gut, Sahne ist natürlich langweilig als Geschmacksrichtung, aber kann man dann schon auch mal essen. So, das da hinten ist Löffel Topf-Windschutz-Kombi. Verpacken wir neuerdings gerne so, dass wir einfach in den Windschutz rein unsere Löffel stecken. Dann hat man die Löffel, wenn man den Windschutz braucht, immer griffbereit. Und wenn man den Windschutz braucht, braucht man im Regelfall nämlich auch die Löffel. Dementsprechend macht das Sinn. Das hier vorne wollte ich mal unbedingt ausprobieren. Ich suche noch nach günstigen Alternativen zu Beef Jerky. Beef Jerky esse ich ja unglaublich gerne. Problem, Beef Jerky ist schon relativ teuer. Weil klar, man kann das auch selber machen, ich weiß. Aber so zum jetzt mal einfach einkaufen, ohne groß Stress zu haben. Ja, geht. Aber wie gesagt, Alternative wären diese Würste. Ich bin noch nicht sicher. Ich muss erstmal alle Geschmacksrichtungen probiert haben, ob die was taugen. Habe ich nur im Internet gefunden. Weiß nicht, ob man die auch irgendwo in einem Supermarkt kaufen kann oder sowas. Ist jedenfalls eine Rindswurst. Paprika habe ich schon probiert, die Geschmacksrichtung. Wir haben noch Pfeffer, Kräuter und Jalapenos. Und Evelyn hat schon gegessen mediterran. Mediterran meinte sie, ist im Geschmack sehr speziell, nicht schlecht. Kann man auch schon mal essen, muss man nicht zwingend nochmal kaufen. Ja, Kräuter bin ich gespannt drauf. Das soll so ein bisschen Kräuter de Provence mäßig sein. Und Pfeffer ist wohl recht natürlicher Fleischgeschmack. Also mit wenig zusätzlichen Gewürzen, dafür einen etwas höheren Pfefferanteil an der Wurst. Und Jalapenos, keine Ahnung, ob man die so ausspricht, aber muss wohl ich eher essen. Evelyn mag es nicht scharf. So. Ja, Brot ist selbsterklärend. Ein Leibroggen pur von 500 Gramm. Das muss dann auch irgendwie ein bisschen reichen. Gut, was haben wir hier noch rumfliegen? Da hinten, das ist, da müssen wir jetzt ein bisschen zoomen. Das hier wäre einmal mein letztgeschenktes Taschenmesser. Da es schön klein und leicht ist, dachte ich, nehme ich das mit. Und das reicht ja jetzt auch von der Größe her und es ist rostfrei. Da ich jetzt ein Messer für die Tour wahrscheinlich primär nur dafür brauchen werde, mir ein Brot zu schmieren, halte ich das für eine gute Idee. Dann die zuletzt geschenkt bekommene Taschenlampe. Da bin ich wirklich gespannt drauf, die jetzt mal so richtig im Wald noch auszuprobieren. Natürlich habe ich sie schon ausprobiert. Aber nicht in einem Übernachtungsszenario. Das ist die niedrigste Stufe. Die höheren erspare ich uns. Sonst sehe ich nichts mehr. Ganz, ganz interessant. Das da gehört nachher noch zum Tab. Hier sind die Ersatzakkus für meine Actioncam. Meine Actioncam liegt gerade sonst wo, aber die wird auch noch mitgenommen. Hier ist das Deppenzepter für die Actioncam. Das wird auch noch mitgenommen. Und jetzt haben wir da hinten noch diese komischen Teile hier rumliegen. Das sind Cola-Sticks, Instant Energy, Cola-Kick. Im Grunde ist das Getränkepulver. Gedacht sind die Dinger hier jeweils ein so ein Streifen für, ich glaube, 3 Milliliter, 33 Milliliter. Ja, genau, also quasi für ein großes Glas Wasser. Darf man gerne Sparkling Water nehmen, dann hat man Sparkling Cola. Und zugegeben, mit Sparkling Water schmeckt das dann schon ziemlich, ziemlich nach Cola. Und ist halt die Möglichkeit, dass man auf Tour dann wirklich sich irgendwie Cola unterwegs mixen kann, wenn man dann möchte. Natürlich könnte man auch Cola Sirup in meinem Fläschchen mitnehmen. Ich muss mal rausfinden, ob das nicht vielleicht leichter wäre. Weil je nach Menge
wiegt die Verpackung von diesen Sticks halt natürlich auch was. Aber einer hat 5,3 Gramm Inhalt. Ich kann ihn auf einen Liter schmeißen, dann schmeckt der Liter ganz okay. Wenn man es auf einen halben Liter macht, dann ist es richtig lecker. Und für ein Glas Intensiv-Cola 330 Milliliter geht theoretisch auch, wäre aber für auf Tour meiner Meinung nach Verschwendung. Dann die obligatorischen Multivitamintabletten, die sind für Evelyn, damit das Wasser nach was schmeckt. Und wenn mir die Cola ausgeht, noch mehr wollte ich davon echt nicht mitnehmen. Das sind dann also quasi 3 Liter sozusagen bei der normalen Dosierung. 3 Liter am Tag oder sagen wir 2 Liter und 2,5 Liter, weil dann könnte ich mir einen auf einen halben machen. Ja, mal gucken. Ja, Wasserflaschen. Zweimal 1,5 Liter will Evelyn mitnehmen. Leider passt an den Rucksack meiner Wahl für die jetzige Tour. Passen außen nur 1 Liter Flaschen dran. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Normaler bin ich schon gewohnt, dass ich 3 Liter transportieren kann. Ich überlege noch, ob ich mir noch eine Zusatzflasche, zumindest weiß ich nicht. Vielleicht noch so ein Wasserbeutel. Gibt's ja so Beutel, wo man auch noch Wasser reinmachen kann, den ich mir noch oben auf den Rucksack draufpacken könnte. Das nehme ich eventuell noch mit, einfach für noch ein bisschen Zusatzwassertragekapazitäten. Wobei wir wissen, dass bei der Tour, die wir vorhaben, die Wasserversorgung relativ gut ist. Da gibt es oft Brunnen, wo man dann zumindest Wasser zum Kochen noch problemlos entnehmen kann. Apropos Kochen. Wir haben noch nicht über den Kocher gesprochen. Hier ist er. Und das ist nun wirklich was. Da haben wir jetzt nicht aufs Gewicht geguckt, sondern neben unseren sehr gern verwendeten Etapod, den wir so gerne mögen, also den haben wir echt lieb gewonnen inzwischen mit und haben ihn auch noch mit ein wenig luxuriösen Dingen befüllt. Nämlich haben wir da jetzt noch Tee verschiedenen, so viel brauchen wir da garantiert nicht, können wir noch ein bisschen was da lassen. Dann unsere Gewürzmischung, wollte ich ja noch in kleine Fläschlein umfüllen, das ist noch nicht passiert, das kommt aber noch. Unsere alternative pikante Gewürzmischung, unser Sturmfeuerzeug hier, was das macht, ist klar, ne? Dann haben wir hier ein wenig Zuckerchen, ein wenig, oh, das sind noch Reste von irgendeiner anderen Gewürzmischung, müssen auch mal weg. Da ist noch ein kleines Stück Schwamm, ich will das gar nicht so ganz ausräumen. Und wie man sieht, noch eine Gaskartusche und hier in dem grünen Beutelchen ist ein winzig kleiner Gasbrenner, den hat man auch schon mal gesehen, der BRF Stove, von dem auch jede Menge Leute in der Ultraleicht-Community ziemlich begeistert sind, sofern sie nicht Kaltziehenlasser sind. Cold Soaking. Klingt so grässlich, wie es schmecken dürfte. Also da bin ich raus. Also dazu wird es niemals kommen. Also dass ich mal weniger Zeug mit mir rumschleppe, okay, ja. Das Konzept finde ich ja zugegebenermaßen zunehmend interessant. Aber Cold Soaking niemals. Nicht in a million years. Um es mal so zu sagen, dass es die Foo-Hiker-Community in Amerika auch versteht. So, oder auch nicht. Das war also der Kocher. Und Topf. Achso, übrigens, da drin ist das Innenleben, man hat es vielleicht gesehen, war rot. Das ist noch eine Schale, die zusätzlich im Topf drin ist. Damit haben wir also 2 Essgeschirr. Die Schale und den Topf selber. Gut, das ist der Evelyn-Schlafsack ihrer. Klamottenhaufen ihrer, bestehend aus Socken, logischerweise Unterwäsche, dann nochmal einem langärmeligen, das ist das hier, genau, ein Schlafshirt, hier sowas, dann Langarmshirt, es wird nachts schon ein bisschen kühl, ja, das ist noch eine Leggingshose, ihre berühmte blaue, grüne Fleecejacke und unten drunter ist nochmal ein Sack, zum schönen Verstauen, da muss ich jetzt auch wirklich nicht ewig dran rum erzählen. Das sind einfache Outdoor-Klamotten, das allermeiste ist irgendeine Kunstfaser. Es ist sogar alles Kunstfaser und kann man auf jeden Fall so machen. Ihre Isomatte, das ist eine Expert Synmet ULM. Das ist also die leichteste, die sie meines Wissens immer noch haben im Expat-Universum. Es gibt noch eine noch ein bisschen leichtere, die hat aber einen ganz miesen R-Wert. Das wollten wir nicht unbedingt haben, aber sie ist komplett lang. Meine Expat, ich habe auch eine,
die ist deutlich kürzer, da reiche ich also nicht, die reicht nicht für mich. Ich hänge dann also mit den Füßen in der Luft, beziehungsweise auf meinem Rucksack oder sonst wie. Dettenzepter habe ich schon erwähnt, das wird auch noch entsprechend mitgenommen. Und ja, hier liegt noch dazwischen eine Unterlegplane, aus Baumarktplane selbst gebastelt. Von der Evelyn. Ich bin mir mit mir selber noch nicht ganz schlüssig, ob ich überhaupt eine Unterlegplane mitnehmen möchte. Die ist also quasi nur für sie. Ja, und das war jetzt gemeinsame Ausrüstung plus Evelyns Ausrüstung. Jetzt ist die Frage, was habe denn ich dabei? Ja, und für meinen Krempel einmal kurz ein bisschen Platz schaffen. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Muss ja nicht schön da liegen. Hauptsache, man nimmt es irgendwie mit. Achso, und die Würste müssen wir dringend, dringend noch ein wenig umverpacken. Mach ich aber nachher. Das kann ja nicht angehen. So, und in dem Moment gibt es auch Platz, nämlich für diesen meinen Rucksack. Wie man sieht, ist der mehr oder weniger schon vollgepackt und den habe ich schon vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen. Habe ihn noch gar nicht oft benutzt, ehrlich gesagt. Hat sich nicht ergeben, also für Kleinigkeiten, für Tagesausflüge und sowas. Aber auf die Idee gekommen, den also quasi als ultraleicht Trekking-Rucksack zu verwenden, bin ich bisher noch nicht. Ne? Hatte ich mir damals schon gedacht, dass das potenziell eine Option wäre. Der ist jetzt noch nicht ganz voll. Also ich habe da jetzt schon noch ordentlich Platz, weil ich muss ja auch noch einen Teil der Nahrungsmittel unterkriegen. Und damit ich einen Teil der Nahrungsmittel unterkriege und noch ein bisschen was vom Gruppengepäck. Gruppengepäck wäre zum Beispiel ein halbes GPS, ne? Oder ein halber Topf, ein halbes Erste-Hilfe-Paket. Alles, was wir nur einmal dabei haben, aber beide brauchen, das ist Gruppengepäck. Davon muss ich auch noch ein bisschen was unterkriegen. Deswegen brauche ich hier auch noch Platz. Aber meine persönliche Ausrüstung habe ich jetzt abgesehen von einer Zahnbürste hier alles schon drin. Und ja, wie gesagt, ich habe noch Platz, wie man sehen kann, wenn man hier mal diesen da und dann halten wir das mal ein wenig so, könnt ihr hoffentlich erkennen. Also hier hat es schon noch, da hat es schon noch ordentlich Hohlraum. Wenn man da wirklich schön stopft und auch nach unten hin könnte ich alles noch deutlich kompakter stopfen, dann hätte es da schon noch viel mehr Platz. So, aber fürs Erste ist da drin meine gute alte Fließjacke aus Grönland. Also das heißt, alt ist sie noch nicht, aber da sie Grönland überlebt hat, habe ich mit ihr schon eine gewisse Erfahrung. Und wir haben schon einiges miteinander durchgemacht. Ja, blaue Jacke und ich. Blaue Jacke habe ich auch gerne mal in Videos entsprechend an. Und blaue Jacke kann ich auch außen irgendwo befestigen. Das werde ich wahrscheinlich tun, weil blaue Jacke zwar nicht schwer ist, aber doch ein relativ großes Volumen mit sich bringt und ich mit diesem kleinen Rucksäckchen gar nicht so viel Platz habe. Dann nehme ich ein Deo mit. Wir haben eben diskutiert, darf ich ein Deo mitnehmen? Soll ich kein Deo mitnehmen? Ich soll nicht, ich mache es trotzdem. Dann muss ich nämlich auch eins mitnehmen und deswegen darf ich wahrscheinlich nicht, glaube ich. So, dann haben wir hier ein Tarp samt Heringe, samt Schnüre und allem drum und dran. Warum steckt da ein Becher drauf? Naja, damit der Becher halt irgendwo verstaut ist und sich nach Möglichkeit nicht verbiegt. Ja, das ist mal unser selbstgenähtes. Also eigentlich das von Evelyn selbstgenähte. Inzwischen könnte ich zwar, ich sage jetzt nicht genauso gut, aber auch. Auch vielleicht, vielleicht. Naja, ja doch, würde ich glaube ich hinkriegen. Gut, jedenfalls, das wäre dann unsere Übernachtungsgelegenheit. Was kommt hier noch zum Vorschein? Mein, ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll, Kopfkissen. Nein, ich hatte mal ein sehr leichtes Kopfkissen. Das hat leider ein Loch. Und ich habe es bisher nicht geschafft, dieses Loch so richtig zuverlässig zu flicken. Muss ich vielleicht nochmal mit ganz viel Mühe geben und es nochmal versuchen. Das ist jetzt so ein ganz einfaches, billiges, ordentlich dreckig geworden offensichtlich. Natürlich sehr groß, muss auch gar nicht so groß sein und ist recht schwer. Ich glaube, das wiegt 100 Gramm oder so. Lass ich, glaube ich, doch eher daheim. Dann kommt hier eine Unterhose zum Vorschein. Dann ein paar Ersatzsocken. Bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt Ersatzsocken mitnehme.
Ein paar Socken würde mir für 2,5 Wandertage ja eigentlich im Grunde auch reichen. Also das, was ich anhabe. 85 Gramm. 85 Gramm. Danke, Schatz. Also da bin ich noch unschlüssig. Da bin ich echt noch unschlüssig. Da können wir auch mal ein bisschen Gewicht sparen. Und dann hätte ich hier mein Merino Kunstfaser Mischshirt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll zu den Zeiten, wo es ein bisschen kühler ist. Mindestens das anziehen. Eventuell halt noch die Jacke, wenn es dann wirklich kalt wird. Und was haben wir dann sonst noch drin? Dann haben wir noch einen Pumpsack für die Isomatte. Und zack, eine Isomatte. Das ist üblich, wenn man Rucksäcke nimmt, die kein Tragesystem haben, also keinen versteiften Rücken. Dann muss man sich logischerweise irgendwas an den Rücken vom Rucksack stecken, das so ein bisschen wie eine Rückenplatte wirkt. Einfach damit spitze Gegenstände, die man sich in den Rucksack möglicherweise reinsteckt, sollte man auch wieder sein lassen, aber damit die nicht zum Rücken so sehr durchdrücken. Und deswegen ist es viel geschickter, bei solchen Rucksäcken ohne eben entsprechend irgendein Tragesystem, sich irgendeine Platte für den Rücken zu improvisieren. Und das kann man entweder machen, indem man tatsächlich seinen Schlafsack hinten platt in den Rücken dran quetscht. Das geht aber nur, wenn man genug Platz hat und einen Schlafsack, der sich wirklich ausgezeichnet komprimieren lässt. Habe ich bisher nur ein einziges Mal geschafft, dass das halbwegs funktioniert hat. Und das war ein anderer Rucksack, wohlgemerkt. Und das ist die Alternative. Also einfach die Isomatte entsprechend flächig falten und dann als Rückenpolster verwenden. Unten, das sieht man ja jetzt noch, da ist natürlich noch was drin. Und was kann das anderes sein als was Großes, nämlich, und den musste ich relativ quetschen, um ihn da reinzukriegen, mein Schlafsack. Ja. Der ist natürlich jetzt ein bisschen over the top. So kalt wird es nicht werden, dass man den wirklich bräuchte. Aber da ich keinen anderen Down-Schlafsack habe, muss ich halt den jetzt nehmen. Beziehungsweise meine Kunstfaserschlafsäcke sind alle schwerer als der. Damit bietet sich für mich wirklich nicht wirklich ein alternativer Schlafsack an. Ja, mein Western Mountaineering. Gut. Das, wie gesagt, zum Rucksack selber vielleicht noch kurz. Das ist ein, nicht, dass ich das abwertend meine, ein ganz einfacher, simpler Rucksack. Der hat das, was man hier sehen kann. Der hat so Seitendingerichs. Da kommen dann die Wasserflaschen noch dran. Der hat hier eine ganz kleine, flache Fronttasche. Ja, also da passt nicht viel rein. Die ist wirklich sehr flach. Da kann man ein bisschen Papier unterbringen. Irgendwelche Karten. Genau. Sehr gute Idee. Und das war es im Wesentlichen. Das Deckelfach hingegen, das ist relativ geräumig und da werde ich mir dann natürlich noch so Sachen unterbringen wie mein Messer. Das kommt in die Hosentasche selbstverständlich, aber wenn es nicht in die Hosentasche käme, hier Deo, die Schnur muss noch woanders hin. Taschen kommt auch in die Hosentasche. Cola-Sticks. Cola-Sticks kann man guten Gewissens ins Deckelfach reinmachen und vielleicht noch eine Wurst. So. Ja, fertig. Damit kann ich jetzt los. Nein, aber darauf läuft es hinaus. So, und jetzt habe ich ja gesagt, das Ganze soll ultraleicht sein, zumindest bei mir. Das, was ihr jetzt gesehen habt, also was im Rucksack drin war, plus Rucksack selber, alles, was ich jetzt rausgeräumt habe, das waren 3,3 Kilo. Das ist natürlich noch nicht alles, weil, wie gesagt, ich nehme ja noch einen Teil vom Gruppengepäck und Essen rechnet man beim Base Weight. Das ist immer dieses schreckliche Base-Weight. Ich muss mich damit wirklich noch anfreunden. Aber wenn es interessiert, beim Base-Weight rechnet man ja nicht mit Wasser. Dafür die leeren Flaschen, die habe ich jetzt auch nicht mitgezählt. Essen und Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel der Inhalt vom Deo. Weil das ist ja auch ein Verbrauchsgut. Oder der Inhalt vom Sonnencreme-Fläschchen. Nicht aber das Sonnencreme-Fläschchen selber. Wobei viele Leute auch das Sonnencreme-Fläschchen selber nicht mitzählen. Und die Frage ist auch, was machst du mit einer Gaskartusche? Ist Gaskartusche als Brennstoff, der ja auch ein Verbrauchsgut ist, nicht mitzuzählen? Oder sollte man zumindest die leere Kartusche mitrechnen, weil man die auf den meisten Touren unterwegs eben nicht entsorgen kann? Da kann man sich jetzt wunderbar kloppen. Aber von der grundsätzlichen Base-Weight-Regel hatte mein Rucksack jetzt eben 3,3 Kilo. Wenn ich jetzt vom Gruppengepäck noch ein bisschen was mitnehme, dann bin ich bei 3,7 vielleicht irgendwie. Also da sollte ungefähr die Hälfte davon. Und manche Sachen, wie gesagt, stecke ich auch in die Hosentasche. Und Kamera-Equipment habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Das ist ja was, das ich mitnehme, damit ich halt eben ein bisschen was aufnehmen kann.
schleppen muss ich es trotzdem, aber viele Leute zählen das eben nicht mit, beziehungsweise machen zwei Base Weights, wenn sie im Ultraleichtbereich unterwegs sind, nämlich einmal mit Kamera-Equipment, einmal ohne Kamera-Equipment, weil die Leute, die das tun, sind ja immer YouTuber und haben dementsprechend Kamera-Equipment dabei, blablabla. Genau, aber darauf läuft es hinaus und da bin ich jetzt eigentlich schon relativ leicht unterwegs. Ich könnte noch erheblich leichter sein, also auf, wie gesagt, jetzt gehen wir mal davon aus, da kommen jetzt noch, lass da noch ein Kilo dazukommen, dann bin ich bei 4,3 Kilo an Baseweight. Das ist jetzt immer noch recht leicht. Warum ist das immer noch recht leicht? Na, weil die Regenklamotten fehlen. Wem ist es aufgefallen? Na. Die fehlen deswegen, weil es nun so überhaupt nicht mit Regen zu rechnen ist. Die nächste Zeit. Leider. Den hätten wir echt nötig. Die Natur braucht den Regen. Dringend. Aber deswegen gibt es ihn halt trotzdem nicht. Und deswegen haben wir nicht eingesehen, dass wir Regenklamotten mitschleppen sollen, wenn wirklich so überhaupt kein Risiko besteht. In anderen Ländern weiß man nie so genau, ob es nicht vielleicht doch regnen wird. In diesem Fall sind wir uns leider sehr, sehr sicher. So, das kommt jetzt noch hier rein. Und, ach ja, Schatz, deinen Rucksack bitte noch. Hilf mir den gerade. Hula. Evelyn hat sich hier für dieses Modell entschieden. Das ist ein AirContact 35 plus 10. AirContact Light von Deuter. Ich würde mal sagen, mittelschwerer Rucksack, der hat natürlich ein vollwertiges Tragesystem und damit führt das natürlich auch dazu, dass er dann ein bisschen was wiegt. Was beim Rucksack schwer ist, ist nämlich eben meistens das Tragesystem vor allen Dingen. Der Stoff, der kommt dann auch noch entsprechend zum Tragen, aber so eine massive Rückenplatte, Rückenverstärkung mit massivem Hüftgurt und so weiter, das... Polstern! Und ganz tollen, frischen, neuen, weichen Polstern. Übt sich, ja, wirkt sich dann doch auch ein bisschen aufs Gewicht raus. Deswegen wird Evelyn allein schon durch das Gewicht ihres Rucksacks und weil sie jetzt keinen so leichten Schlafsack hat, sicherlich nicht in den Ultrabereich reinfallen. Wir haben es jetzt noch gar nicht gewogen. Aber wir machen auf jeden Fall leicht wandern. Das machen wir. Und warum machen wir das? Weil wir faul und alt und schwach und sehr viel Energiereserve dabei haben. Und damit meine ich nicht unser Essen, sondern mehr so die körperinternen. Und deswegen müssen wir auch dringend ein bisschen Bewegung haben. Jo, das war's. Macht's gut. Ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen. Tschüss.